Community Open, herzlich willkommen zu einem neuen Retro-Opening. Und heute öffnen wir zwei Blister von alten GX Duelist Packs. Wir haben hier einmal Jaden Yuki 2 und Esther Phoenix. Und hier haben wir einmal Duelist Pack Chess Princeton und Jaden Yuki 1 dann wahrscheinlich. Und ja, wir haben diese Blister da hinten schon ein bisschen länger hängen. Ich kann mir vorstellen, dass wir die 2020 geholt haben. Könnte aber auch Anfang 2021 gewesen sein. Sind schon länger im Hintergrund und ich wusste die ganze Zeit halt nicht, ja, was machen wir damit? Und ich dachte mir jetzt, oh. Ich dachte ursprünglich, dass hier das Jaden Yuki das gleiche ist, aber es ein unterschiedliches. Und dachte ich mir, hey, komm, gucken wir mal. Machen wir mal diese Oldschool-Blister auf. Denn Blister machen wir relativ selten auf. Finde ich auch an sich kein gutes Konzept, weil hier halt auch so viel Plastik ist. Es ist nicht so viel Plastik, wie wir es bei unseren Rossmann-Openings damals hatten, wo halt das gesamte Ding auch nochmal in Plastik gecovert war. Das ist schon ein bisschen besser. Weil halt so viel Verpackungsmüll anfällt für irgendwie nur zwei Booster. Aber die haben halt ein ganz spezielles System. Nämlich dort ist halt normalerweise halt zwei Booster drin. Und für diese zwei Booster hat man eine 50%ige Holo-Chance-Garantie. Das heißt, in jedem Blister kann man halt... kommt man im Schnitt mit einer Holo raus. Das heißt, theoretisch könnten wir hier zwei Holos rausziehen aus jeweils einem der Blister oder vielleicht sogar besser. Schlechter eher meistens weniger, das ist, sonst gibt es halt nicht so einen großen Incentive dazu, die zu kaufen. Deswegen sind die halt so quasi von Konami schon vorausgewählt, dass die ein bisschen bessere Ratio haben, dass man was draus ziehen kann. So, wir haben die Dinger jetzt so ewig drin liegen gehabt. Das wird heute ein kurzes und knackiges Opening, aber ich glaube, ich habe auch nie irgendeins dieser Sets aufgemacht auf dem Grund. Das heißt, wir können ja ein bisschen darüber philosophieren, was mit diesen Duelist Packs war. Das sind alles noch Duelist Packs, von denen wir theoretisch nochmal irgendwann mal ein Display aufmachen könnten. Eieiei. Aber ich glaube, ich bediene mich erstmal mit den beiden hier und dann schauen wir mal, ob wir diese 50% Holo Ratio schaffen können. Ich wäre zufrieden, wenn wir schon eine Holo haben, das ist schon mehr als genug. Aber natürlich braucht man auch irgendwie ein Ziel und Ziel ist es halt, zwei rauszuziehen. Legen wir los und schauen mal an, was wir draus bekommen. So, da haben wir die guten Stücke. Womit fangen wir an? Ich glaube, wir sollten hiermit anfangen, denn Jaden Yuki 1 sollten wir vielleicht aufmachen, bevor wir Jaden Yuki 2 aufmachen. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Ja, zum Glück ist es diesmal halt nicht so brutales Plastik. Get your game on. Ich glaube, ist das nicht sogar das, was auf den Boostern hinten drauf stand damals? Das haben sie ja bis einschließlich 5Ds gemacht. So eine Story. Und danach haben sie einfach keinen Bock mehr drauf gehabt. Oh Gott. So, wir haben hier den Booster. Ja, genau, oder? Das ist genau das gleiche. Ja, das ist genau der gleiche Text da hinten drauf. Ist trotzdem halt fummelig, das hier rauszukriegen. Ich will halt, muss ein bisschen aufpassen. Die Booster sind ja relativ dünn. Und diese Verpackung ist halt auch nicht so prickelnd. So. Da will man die Karte natürlich auch nicht beschädigen. So, den ersten haben wir auf. Und da haben wir sie. From Yu-Gi-Oh! GX! Ach nee, das hätte ich ja nicht gedacht, dass es From Yu-Gi-Oh! GX war. und dann haben wir hier hinten noch, das sind ja US-amerikanische, genau. Und die werden wahrscheinlich den coolen Oldschool-Geruch haben. Wir fangen erstmal mit Jaden Yuki an. Ich habe absolut keine Ahnung, was hier drin ist. Steam Healer. Wenigstens das. GX ist ja die einzige Ära hier auf dem Kanal, von dem wir nicht mal ein Display aufgemacht haben bisher, sondern immer nur so ein bisschen was hier und da, aber nie ein ganzes Display. So, einmal jetzt den Geruchscheck erstmal. Oh yes. Oh yeah. Das ist der Geruch. Und die Karte nochmal. Oh, nice. Tragedy Card Number 9. Transcendent Wings. Ich nehme an, das ist ja auch so wieder, dass wir halt eine Rare haben. Oder Rare und Holo, oder? Oder war das eine Rare oder eine Holo? Das ist so lange her und Duelist Pack damalige Zeit absolut keine Idee. Aber es sind 6 Karten statt wie heutzutage 5, also ein bisschen mehr. Transcendent Wings. Elemental Hero Avian. A winged elemental hero who wheels through the sky and manipulates the wind. His signature move, Feather Break, gives villainy a blow from high sky high. Feather Wind als Rare in der Mitte und dann haben wir Feather Shot. Und Elemental Hero Sparkman, an Elemental Hero and a Warrior of Light, who practically proficiently wields many kinds of armaments. His Shining Surge Flash cuts off the path of villainy. Alles gegen Villainy hier und mit ihren coolen Attack-Names. Gut, hier haben wir eine Rare. Haben wir hier Duelist Pack Chess Princeton. Das haben wir hier in Armed Dragon Level
weiß ich nicht, ist das 7er oder ist der 10er? Weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich Ujamas drin. Vielleicht. Oder auch XYZ-Kram. Mal gucken und nochmal Test riechen. Oh, yeah, cool. Dann haben wir. Ah, und Githonian, ja. Githonisch? Katonisch oder so, wie das auf dem Deutschen heißt? Githonian Alliance? Ujamaa Yellow. He's one of the Ujamaa Trio. It's said that he butts in by any means necessary. It's also said that when the three are together, something happens. Oja Magic, that's rare. Dann haben wir Ujamaa Delta Hurricane und Armed Dragon Level 5. Keine Holo in dem Blister. Guck mal. Also jetzt müssen hier schon dann zu 2 kommen, damit wir hier zufrieden rausgehen. Ja. Gott, die haben sogar wirklich das Plastik auch so geformt, wie die Booster da drin sind. Interesting. Gott, diesmal kommt einfach nicht an den Booster ran. Und das ist natürlich alles ein bisschen enger hier gemacht. Das heißt, man muss sehr vorsichtig agieren, beziehungsweise man kann ja natürlich auch ein bisschen, ganz kleines bisschen cheaten. Einen ganz kleinen Riss reinmachen und dann kommt man an den Rest easy ran. Cheatcode activated. Okay. Okay. Oh Gott, oh nein, hier haben wir den Kleber zwischen. Uncool. Kriege ich die einigermaßen auseinander, weil der Kleber müsste jetzt schon über 10 Jahre alt sein. Er sollte gar nicht mehr kleben. Tut er aber noch. Oh, sogar beides First Edition. Wie nice. Hör auf, wieder zurückzukleben. Gut, der ist hier hinten drauf auf dem. Muss ein bisschen aufpassen, wo man den hinlegt, sonst klebt er sich gleich wieder fest. Fangen wir an mit Duelist Pack Jaden Yugi 2. Und dann haben wir hier auch nochmal von der Esther Phoenix beides quasi Elemental Hero Stuff zum Teil, aber wahrscheinlich auch Destiny Hero Kram drin. Es ist, glaube ich, Shining Phoenix Enforcer, den ich immer mit dem anderen verwechsel, mit dem der Steuer Phoenix Enforcer. So, und hier haben wir. Oh Gott, was war das hier? Der war aus Power of the Elements. Der finstere Neos, Gott. Auf jeden Fall Neos kam, soweit ich das sehen kann. Nochmal riechen. Jupp, einfach geil. Strategy Card Number 7. Wo habe ich die anderen eigentlich da hinten? Fake Hero. R. Righteous Justice. Elemental Hero Flare Neos als Rare. Neospace und Emergency Call. Das ist eine gute Common. Da kann man sich nicht drüber beschweren. Okay. Alles liegt jetzt am Esther Phoenix Pack. First Edition. Mal gucken, ob wir da was Cooles draus bekommen. So. Mal riechen. Oh Gott, was hat denn hier hinten schon richtig so eine Bremsspur drauf? Kommt von der langen Reise. Destiny Signal. Komm bitte hier in der Holo. D-Shield. Clock Tower Prison als Rare. Nein. D-Time und Destruction of Destiny, die ein bisschen angedödelt sind in der Seite. Wow, 4 Traps und a Spell. Ja, kommen wir zum Recap. Haben wir ein Clock Tower Prison, ein Elemental Hero Flanius, ein Ninja Magic und ein Featherwind. Und die beste Karte, die wir heute gepullt haben, ist quasi der Emergency Call. Jetzt kommen hier aus dem Duelist Pack. Ja, Jaden Yuki. Ja, schade. Ich hätte ja wenigstens eine Holo erwartet. Anscheinend haben wir genau die Müffelblister rausbekommen. Bisschen schade. Aber hey, Oldschool Packs hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und ja. Irgendwann müssen wir noch eine Menge Displays nachholen. Das wird eine sehr teure Angelegenheit. Das machen wir dann auch irgendwann in Zukunft. Ich hoffe, euch hat soweit dieses Opening gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.